Oh! Alter! Dicey, Dicey in dem gelben Ding und... Ciao! Oh! Ciao! Ey! Boah! Oh mein Gott, nein! Nein! Oh, jetzt hab ich den reingefetzt! Oh, okay, warte. Ey, das ist zu geil. Das ist zu geil. Ey, Leute, ich werde mich jetzt... Nein, noch nicht. Ich werde mich jetzt in diesen Dixie-Klo reinstellen und Dicky wird mich damit wegfetzen. Hey, Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pranks oder Trolling in GTA 5 Online. Und mein Nerv hat wieder auf, Leute. So, also, Leute, heute wieder voll Eskalation. Eskaliert auf jeden Fall auch mal wieder mit den Likes, meine Freunde. Und ja, ihr könnt schon sehen, was haben wir heute vor. Und zwar, es geht um den neuen Vigilante und der hat ja eben so eine richtig fette Turbine eingebaut. Ja, ja, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wenn ein Auto so hinter dem Vigilante steht. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und Feuer! Puh, Alter! Man kann einfach Spieler und Autos einfach ultramäßig mit diesem Teil wegfetzen. Stell dich doch mal hinter mich, Digga. Ja, mach so. Mal mit, Digga. Und... Mach es mal. Boah! Ja, Mann, also wir können heftig Leute damit trollen. Mit dabei ist heute Decking, der wird mir dabei ein bisschen helfen. Oh, also ja, Leute, ihr wisst ja, bei Pranks immer so ein bisschen kompliziert. Man muss immer erst auf der Minimap Leute finden und so weiter. Und Decking ist heute quasi als Hilfe dafür mit dabei. Er hat auch einen Vigilante. Das heißt, wir können mit doppelter Turbinenpower andere Spieler wegfetzen. Und ich würde sagen, los, Digga, geht's, Leute! Rechts unten Kleidungsladen. Wo meinst du? Da beim LS Kasten. Rechts. Oh, ja, komm, go, go, go. Ey, in einem Kleidungsladen kann man das noch krasser machen. Und zwar, man kann es ja wirklich vor diese Glastüren hinstellen, die Turbine quasi dann auf die Tür richten und dann fetzt derjenige da drin in dem Kleidungsladen so weg, Leute. Also, wir werden jetzt heute richtig ausrasten. Heute mal wieder eine richtig geile Episode von Trolling, Leute. So könnt ihr auch übrigens alle eure Freunde mega gut verarschen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Schnappt euch einen Vigilante und trollt damit ein bisschen eure Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat, Mann. Er ist noch drin, sehr gut. Komm. Oh, wir müssen schnell sein. Wo ist es hier? Oh, der ist sogar im Auto drin, oder? Er ist im Auto. Alter, nein, ich hab ihn gar nicht weggefetzt. Mach du, warte. Ah, ich häng fest. Warum häng ich fest? Ja, mach du. Ah, warte. Ey, du hast ihn ja auch nicht weg. Hä? Ey, jetzt will er abhauen. Warte mal. Den schnappen wir uns, Leute. Scheiße, ey, wären wir ein bisschen früher gewesen im Kleidungsladen. Ey, da vorne sind richtig viele, da musst du aufpassen. Okay, go, 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 go. Oh, da hat noch einer Vigilante. Weg damit. Zerstör den Pisser direkt. Warte mal weg. Sonst bist du hier Stich an. Ja, Digga, der kommt da jetzt nicht mehr raus. Okay, gut, der kommt nicht mehr raus. Gut. Ich glaube, der ist jetzt hier hochgefahren. Oh ja. Ja. Oh, oh, hier sind mehrere. Let's go, let's go. Heute Turbinen-Prank. Oh! Alter! Er fetzt ihn richtig weg. Oh, schau mal, hier steht nochmal das Auto. Ich mach das auch nochmal. Und. Alter! Wo ist der? Digga, der ist bis keine Ahnung wo geflogen. Ey, wie krass. Oh nein, hat er dich gerade explodiert, Digga? Okay, warte, ey, schau mal, da ist sie, da ist sie in dem gelben Ding und. Ciao! Oh! Als ob der mich schon wieder getötet hat, der Typ. Ey. Boah. Also wir müssen das irgendwie ein bisschen krasser machen. Kann man nicht auch sich irgendwo... Ah, warte, ich habe einen übelst krassen Plan. Wir müssen irgendwo an eine Straße gehen, wo eine Mauer direkt da ist. Und dann fetzen wir mal einfach die NPC-Autos weg, die da vorbeifahren. So, hier ist perfekt. Und ciao. Ey. Ey, die Turbine hat mich gerade selbst zerstört. Ja, moin. Oh. Ey, du hast dich in die Luft gesprengt. Ich weiß aber nicht, wie. Boah, warte mal, ich fetze mal die Polizei weg. Ah, oh, hat nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Kann man Polizeiautos nicht wegfetzen? Weiß nicht, wenn Polizeiautos vielleicht zu schwer sind. Und tschüss, Polizei. Boah, doch. Junge. Und jetzt hier den auch noch. So, was ist los, Polizei, ja? Was wollt ihr machen? Geil. So, okay. Boah, Digga, hier ist einer bei mir im Kleidungsladen drin. Ja, okay, fahr schnell hin. Nein, nein, er geht raus, oder? Bitte geh in den Kleidungsladen rein. Geh in den Kleidungsladen. Er geht in den Kleidungsladen rein. Ja, 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 ja. Komm, go, 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 okay, go, warte, go. Guck, wo du bist. Oh, du bist da unten. Ich komme angefahren. Warte, ich muss mich hier vor. Komm, stell mich hier vor die Tür. Werde den erst ein und dann beeile ich mich und dann hauen wir den mit der doppelten Power raus. Ich glaube, der will gleich rauslaufen, aber dann. Stell. Ey, wenn der sich gleich vor die Tür stellt, Leute, ich werde den so zerstören, ne? Er ist da drin. Der kann ja doch keine Waffe ziehen. Und ich stehe hier so davor. Er ist eingesperrt, Leute. Bis jetzt juckt sie noch nicht, was er da wohl eingesperrt ist. So, komm, lauf doch raus. Wie heißt denn der Paul Berger, der da drin ist? Max Mickey. Er probiert gerade noch neue Klamotten an. Ey, komm, und lauf vor die Tür, Mann. Er wird gleich so weggefetzt. Okay, ich bin da. Stell du dich am besten vor mir, damit ich nicht so nach vorne dann fahre, weißt du? Oh, come on, er läuft da gerade. Er ist so eingesperrt, Leute. Haha, was willst du machen? Er sieht es aber, er sieht ja, es ja, aber. Ja, klar, er sieht das, ich weiß. Ihn juckt es gerade noch nicht, aber er kann da drin auch keine Waffe ziehen, also er kann uns auch nicht wegsprengen oder so. Aber er muss, wenn er gleich noch ein Stück weiter vor die Tür läuft, Leute, dann werde ich ihn so wegnatzen. Ach, er macht Passivmodus an, aber das bringt dir nichts, Mann!
ey, nein! Nein! Er ist gar nicht wegge... Oh, fuck, ich wollte so ein Passivmodus-Opfer, Alter. Egal, wir suchen uns neue Leute. Ey, da hinten ist einer mit dem Flugzeug. Wo? Ist er auch so gelandet? Macebank, nee, der fliegt da. Oder einer fliegt dem Ziel hinterher. Linke Seite. Fahren wir mal nach. Heute Turbinen-Prank, Leute. Ja, ich verfolge gerade dieses Ziel. Lass mal dieses Ziel hier von der Mission wegfetzen. Ja, warte, die Leute kommen gerade. Da kommt einer hinter, die ist einer. Stimmt. Alter, wow. Warte, ey. Ah, der Typ in dem weißen Auto ist das, ne? In diesem weißen Buffalo. Oh, Junge, warum fährst du denn immer mich an? Hinter dem Typ her, in dem weißen Buffalo. Und, boah, hab ich den weggefetzt. Und nochmal. Und jetzt komm, gib mir den Rest mit der Turbine. Oh, den haben... Oh, ey, nein, ey, der wirft Toughbomben auf uns. Rück dich mal. Boah, der mit dem Centorno. Oh, der hat einen Centorno. Ja. Oh, der ist auch richtig schnell unterwegs da hinten. Ich schnapp mir den. Boah, den habe ich erwischt, ey. Und... Und jetzt... Ey, bei mir ist aber ein bisschen weggeflogen, ja? Er ist aus dem... Nein. Oh, oh mein Gott, nein, nein! Ich bin ins Wasser geflogen, schnell raus! Nein, raus! Nein, Digga, warte, ich komm! Ich muss hier gerade aufpassen, ich schaff das. Mein Auto ist nicht kaputt. Ja, aber kacke, Alter, wie soll ich hier rauskommen? Ups. Ey! Mann! Boah, Alter! Ey, er hat einfach die Tankstelle damit explodieren lassen. Und einen sechsfachen Salto gemacht. Boah, ja, Mann, fetz mal ein Dixie-Klo weg. Und... Oh. Einfach mit einer Mülltonne weggefetzt, ey. Ey, jetzt ist die Tür ein bisschen aufgegangen von dem Teil. Das heißt aber, also die liegt halt, das Problem. Ah, die liegt wieder. Aber die Tür ist jetzt auf, also man könnte sich jetzt da reinstellen. Das wäre richtig. Ey, hier ist die Tür auf, hier ist die Tür auf. Ja, ich komm. Oh, okay, warte, ey, das ist zu geil. Das ist zu geil. Ey, Leute, ich werde mich jetzt, nein, noch nicht. Ich werde mich jetzt in diesen Dixie-Klo reinstellen und Dicky wird mich damit wegfetzen. Okay. Warte. Ah, oh, ey, scheiße, man kann da gar nicht reingehen. Ja, vielleicht, wenn ich das weghau. Ja, okay, probier mal. Hau mich mal weg. Boah, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, komm, der King, wir schnappen uns jetzt mal noch auch noch mein Vigilant und jetzt wird noch jemand heftig geprankt, Leute. Hat der Pisser da gerade Haftbomben an meinen Vigilante gemacht? Digga, ich weiß nicht. Okay, komm, Digga, mich verfolgen. Digga, ja? Da ist einer Kleidungsladen. Wo? Gegenüber vom Zug. Ja, komm, let's go. Ich muss gucken, ob der jetzt reingeht oder nicht. Lass langsam da hinfahren. Ja, okay. Ja, ich seh ihn auf der Karte. Ja, gucken. Okay, komm, den schnappen wir uns, Mann. Okay, okay. Sein Auto, Digga, steht davor. Ich fetz erstmal sein Auto weg. Ja, okay, warte. Und. Puff. Oh nein! Ey, ist gar nicht so weit weggeflogen, ist nur kurz abgehoben. Fällst du mal das Auto weg? Ja, warte. Und ich stelle mich jetzt vor den Ausgang, nicht, dass er jetzt gleich rauskommt. Boah. Alter. Okay, erstmal fetzt sein Auto. Weggefetzt. Okay, warte, ich stelle mich jetzt vor den Ausgang. Oh. Also weg kann er schon mal nicht mehr. Ja, gut. Ja, der steht gerade bei der Kassiererin. Wenn er gleich zur Tür läuft, dann fetzt ich den mal voll weg. Ja, genau, stell du dich vor mich. Perfekt. Okay, Leute, let's go, komm. Oh, seh nicht. Lauf zur Tür. Ja, er wechselt gerade noch Outfits da drin. Und... Puh! Ey, nein! Oh, jetzt hab ich den reingefetzt! Nice, Digga! Digga, stell du dich wieder direkt davor, dass er nicht rauskommt! Hast du? Ist er eingesperrt? Ja, Digga, er ist draußen! Ah, schade, aber schade! Geht der rein? Er ist dumm, ich hab ihn reingehauen! Oh mein Gott, was für ein Dummkopf! Er geht... Ah, jetzt ist er weg! Oh nein, ey, scheiße, der schießt auf uns! Warte, überfallen! Mach ihn mit Ding weg! Nein! Er ist hingefallen! So, meine Freunde, da würde ich sagen, das ist in dieser Episode von GTA 5 Online Trolling gewesen sein. Ey, mit diesen Batmobilen kann man so heftig irgendwie Leute und Autos wegschleudern. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Wenn ihr das verprügelt, den Like-Button, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram. Dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer Kramix. Look! Up in the sky!
Super, versus, make a wish for a purpose. Purpose to practice the rapping till I emerge perfect. Flawless victory psychic. Yeah. Kick like bicycle circles. Flow can't I do my thinking. Dang a langa till it's purple. All the hall of my circus. City slipping like juggers. Yeah. Rubbing for much to murder. Checkers are right as burgers. Diction fixes will let's spit. Ammonia type bullet tips. Put in and clean your mind. Glitch stage after when I'm not. Nah, did you see me? I'm like a genie. Your mind is subconscious. Defeated on your memory. Rip your lyrical line. Rich chicks, medical bomb risk. That's the remedy from the bro. Watch your board. It gets more. Record is over, your spirit in the face like scorpion. Perfect written my words on the paper while I'm a certain. And get the murder attack.